Bild seht ihr jetzt den Felsen, oberhalb von dem ich heute Morgen gestanden bin. Viel sind wir also noch nicht vorangekommen. Luftlinie gerade mal 2 Kilometer vielleicht. Wir verlassen jetzt diese Region mit den Tafelbergen, die ihr da jetzt im Hintergrund noch seht. Da gibt es noch so viel zu entdecken, das kann ich euch sagen. Aber Baskenland ist ja noch ein bisschen größer wie nur das hier. Jetzt geht es mal Richtung Norden. Nordöstlich von Bilbao kommen wir dann wieder an die Küste. Und die Aussicht dort, die wird auch nicht schlechter werden. Das kann ich euch versprechen. Oskia di Jubiläum. Wir haben es nicht verpasst. Ja, das ist jetzt aber wieder T und X. Wie spricht man das aus? Fletsch. Gatzludgatsch, Lugatschke. Schwierig, überhaupt alles schwierig hier. Jetzt fahren wir durch San Pelayoko, Bidenagusta, irgendwas. Mein Gott, das ist echt krass, das Baskisch. Also, Isländisch, easy, total easy. Norwegisch, Finnisch, alles gut. Aber Baskisch, das ist schwierig. Wir sind an der Küste. Der Ort heißt Bakio, steht irgendwie aus Hotels, Apartmenthäusern der 70er Jahre vor allen Dingen. Nicht allzu schön. Da ist der Beach. Helados. Helados ist heute kein Geschäft. Da sind wir jetzt in Gazze Lugazze. Ganz schön was los auf dem Parkplatz. Wohnmobilparkplatz hat noch ein paar Plätze frei, aber übernachten darf man hier nicht. Und da es schon fortgeschrittene Zeit ist, fahren wir noch ein paar Meter weiter bis zu einem Platz, wo man hoffentlich übernachten darf. Und es geht mächtig Becher auf hier. 7:15, ein Silberstreif am Horizont, der zwar ja gelblich ist. Vielleicht kommt es doch noch ein bisschen schöner und hört auf zu regnen. Wir haben heute Hot Sandwich. Nehmen wir Ausgang auf das Plätzchen. Der Silberstreif ist ein bisschen größer geworden. Und ich glaube, wir sehen die Sonne noch nachher. Jetzt laufen wir mal ein bisschen runter zur Insel. Schauen wir mal, was wir zu sehen kriegen. Hier ist übrigens noch ein WC. Ist ja cool. Der Platz hat sich auch ganz schön gefüllt. Vor allem so Minicamper sind da noch gekommen. Und da unten, ich zoome euch mal ran, seht ihr schon diese Insel mit der Kirche drauf. Im Abendlicht. Ja, ich schätze es doch etwas über einen Kilometer dorthin. Ob wir das jetzt noch alles erlaufen, keine Ahnung. Wir sind ja heute schon wahrlich genug rumgelaufen. Aber mal gucken, wie so die Lichtstimmung ist, ob sich das überhaupt lohnt. Licht kommt natürlich jetzt genau von der anderen Seite, sozusagen morgen früh. Früh aufstehen, vor 8 und dann ist hier die Festbeleuchtung auf der anderen Seite, auf der richtigen. Ja, die Lichtstimmung ist schön, aber natürlich nicht für das Objekt der Begierde. Das seht ihr da unten mehr als Schatten. Laufen wir noch ein bisschen weiter vor, vielleicht langt es noch für ein paar geile Bilder. Wir müssen dort vorne, wo ist mein Finger? Da ist der Finger.
Bis zu diesem Felsspitz müssen wir noch laufen. Dann haben wir vielleicht das Licht von der anderen Seite. Und dann sieht das natürlich so toll aus wie dieser Fels dort unten. Sorry für die verwackelten Bilder. Ich habe kein stabilisiertes Objektiv gerade drauf. Dafür eins, das universell einsetzbar ist. So, jetzt haben wir noch mal einen schönen Punkt erreicht. Licht zwar immer noch sehr seitlich, aber die Sonne verschwindet jetzt gerade hinter einer Wolke. Schon speziell. Guadeloupe, Guadeloupe, Zazu. Ist selber in der Beschreibung unten. Ja, das ist schon gut auf Touristen eingerichtet hier. Da steht sogar eine Alphütte, eine baskische. Bekanntem Weg sind wir jetzt zu dritt unterwegs, laufen nochmal zu der Insel, aber jetzt mal bis drauf. Jetzt sind wir an einem so einem Kontrollhäuschen vorbeigekommen und sie hat uns gefragt, ob wir online gebucht hätten. Nein, haben wir nicht. Ich habe auch keine Hinweise gesehen irgendwo, dass man das muss, aber sie hat uns trotzdem durchgelassen. Aber zahlen muss man es nicht, aber irgendwie vorher buchen. Wahrscheinlich dient das der Dosierung der Touristenströme. Ja, die Geräusche im Hintergrund sind ein bisschen lästig. Der ist dann mit dem Laubbläser unterwegs. Und wir sind jetzt kurz vorm Eingang zur Insel. Schöner Ausblick hier. Dann laufen wir noch mal drauf. Ich glaube ja, der Anblick der Insel ist interessanter und schöner als die Insel dann schlussendlich selber. Aber eine Erfahrung ist es sicherlich mal dort drauf zu laufen über diesen schmalen Damm mit Brücke. Bei Sturm soll man hier nicht drüber gehen, was irgendwie auch einleuchtet. Man ist nämlich nicht allzu weit vom Meer entfernt und ich glaube, wenn hier mal die Brandung richtig reinkommt, dann spritzt das auch ziemlich hier oben drauf. So, jetzt gehen wir da mal die Treppe an. Die Alice ist für die Statistik verantwortlich, sie zählt die Stufen. Was meinst du, wie viele Stufen? 500. Okay, Alice sagt 500, ich sag 180. 180 habe ich gesagt. Die Alice wird gewinnen, das sind nämlich ziemlich viele. Aber egal. Wer näher dran ist, du zählst aber schon richtig, oder? Ja, ich glaube, das ist nur eine Art Brücke hier vorne, damit das Wasser von links nach rechts durch kann, um irgendwie den Druck von dieser Mauer zu nehmen. Jedenfalls schon sehr speziell hier. Das hier ist sozusagen der Mont Saint-Michel von Baskenland.
So funktioniert das hier. Ja, es ist relativ unspektakulär, wenn man drauf ist. Auf dieser Mauer ist halt eine Mauer. Aber spektakulär, wo sie steht. Rollator-tauglich ist es nicht hier, das kann man sagen. Und schweißtreibend auch. So, die letzten Stufen. Wir haben es geschafft auf den Fels. 243. 243, wow. Also schon anstrengend. Hin und zurück, ja. Was gibt's hier oben? Jede Menge Bänke zum Ausruhen. Die braucht es auch. Und da hat es irgendwie noch eine Art Schutzhütte. WC steht angeschrieben. Und das Kirchli selber, das aber geschlossen ist. Hat nur Bullaugen, wo man reingucken kann. Und hier haben wir irgendwie ja, eine Schutzhütte. Mit einem großen Kamin im Eck. Wer schleppt das Holz hierher? Das ist nur die Frage. No pintadas en las paredes. Alles, das sind Wagen beschrieben. Okay. Ja, die Bullaugen bringen jetzt nicht wirklich viel. Man sieht nämlich nichts. Das wäre bei Sturm schon mal spannend hier. Ja, auf der benachbarten Insel ziemlich Flugverkehr. Jetzt mit voll ausgefahrenem Tele. Aber man erkennt jetzt nicht wirklich irgendwelche Vögel. Aber vielleicht irgendein Wal oder Delfin. Whale-Watching von Land aus? Eher nicht. Hier wird Strom produziert. Und dort wird offensichtlich Gas rausgeholt, weil gerade in der Nähe vom Oski ist dann so eine Gasraffinerie. So, jetzt kommt der Abstieg. Boah, die ein oder andere Schweiß. Die? Perle. Ja, Tropfen wollte ich eigentlich. Nein, es läuft im Bächen. Der ein oder andere Schweißtropfen findet doch den Weg auf die Hautoberfläche. Ganz schön anstrengend. Und zwar egal von wo ihr dorthin lauft zur Insel, es ist immer anstrengend. Es geht immer sehr, sehr steil bergauf, bergab. Drum gibt es auch gelegentlich mal einen Pausenplatz. Ja, ne, brauchst du keinen Schweiß. Was? Keine Schweißperle. Okay, ich bin wieder mal der Einzige, der schwitzt. Amy, schwitzt du? Nö. Die hat noch nicht mal die Zunge draußen. Die frisst da im Gras rum. Hä? Was gibt's da? Feines, frisches Gras. Wenn ihr vorhabt, zu duschen, bevor ihr dorthin lauft, ist das bleiben. Bringt's nicht. Erst die Tour auf die Insel